Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und herzlich willkommen zu Le Mans Ultimate. Erstes Rennen steht heute an. Man startet hier mit einem Driver-Rating von Bronze 3 und einem Safety-Rating von Bronze 0. Und es gibt also Bronze 0123, Silber 0123. Fängt es auch bei Silber 0 an oder bei Silber 1? Silber 123 und dann Gold 123, glaube ich, sind es. Und das hier sind also die Leute in der Lobby. Da sehen wir einen Haufen Leute dabei, die hier auch zum ersten Mal fahren vielleicht oder zum zweiten Mal. Bis man bei Silber angekommen ist, soll es so ungefähr 8 bis 10 von diesen Daily Races hier dauern. Es sind eine Menge Leute angemeldet. Also es wird einen Split geben, ne? Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Fahrer in einen Split kommen, werden wir dann sehen. Ich werde dann hier wahrscheinlich mit den ganzen Leuten, die auch noch nicht gefahren sind oder wenig gefahren sind, in einen Split kommen. Ne? Da weiß man natürlich auch nie, was da bei rauskommt. Das heißt, wie stark die sind. Und ja, das hier sind diese Daily Races. Jetzt hier in der LMP2-Variante. Die anderen Klassen, die es hier gibt, sind GTE. Die kann man auch am Anfang fahren. Und Hypercars, die kann man nicht am Anfang fahren. Dazu braucht man ein mindestens ein Bronze 3 Rating für die Weekly Races und ein Silber 1 für die fortgeschrittenen Daily Races. Ne? Also die sind in Anfänger, da kann man GTE und LMP2 fahren, alle mit Bronze Safety Rating. Dann fortgeschrittenen, alle mit dem Silver Safety Rating, da kann man alles fahren und auch Multiclass vor allen Dingen. Und ja, dann halt die die Profi, weiß ich nicht, wie die heißen, im Gold Safety Rating, da sind dann alle Fahrhilfen ausgeschaltet. Ne? Also man kann die auch so ausschalten, aber man kann hier in diesen niedrigeren Kategorien auch mit Fahrhilfen fahren. Also zum Beispiel in einem ABS, was die Autos ja nicht haben, die LMP2s und Stabilitätskontrolle und zum Quatsch. Ne? Und dann sehen wir hier, es gibt 5 Minuten Practice auf jeden Fall, ne? Also da könnte man drauf. Dann Qualifying 8 Minuten, das ist Private auf jeden Fall. Also man fährt ja virtuell gegen die anderen, hat keine anderen Wagen auf der Strecke. Das ist ganz angenehm, glaube ich. Und dann gibt es ein 16 Minuten Rennen. Setup ist fixed, Rules sind Default. Keine Ahnung, was das heißt. Track-Limit-Punkte gibt es 3, ne? Also da gibt es zwischen einem Viertelpunkt und halt 2 Punkten, glaube ich. Je nachdem, wie schwer der Verstoß war gegen die Track-Limits. Und was hier nicht steht, man kann alle Hilfen dazuschalten, die das Spiel einem bietet. Und ja, dann gucken wir mal, wie das Rennen läuft, ne? Also Qualifying werde ich hier rausschneiden auf jeden Fall. Das ist uninteressant, wenn ich da so ein bisschen hotlappe. Ich bin halt nicht schnell. Was war meine schnellste Runde? Jetzt eine 1:42.5, glaube ich, war das absolut schnellste. So 1:43.5 ist so meine Zeit ungefähr, die ich fahre. Und dann können wir jetzt hier Join Event klicken. Und wenn wir Glück haben, funktioniert das auch. Ja, es lädt und das Spiel lädt hier tatsächlich diese Tracks immer relativ lange. Also ich habe ein bisschen geübt mit einem Race Weekend. Das ist das andere, was man hier außer online machen kann. Und da lädt das halt ewig auf jeden Fall. Da habe ich ein bisschen Practice, kurzes Rennen gemacht und ja, es fährt sich super, finde ich. Ich komme besser damit klar als mit ACC, muss ich sagen, obwohl ich hier kein ABS habe. Das ist ganz interessant. So, und jetzt muss ich ja mal ein bisschen fahren und wir sehen uns gleich zum Rennstart wieder. Da wird es dann eine Formationsrunde vielleicht noch geben. Schauen wir mal. So, das Qualifying ist jetzt gleich vorbei. Also es gab vorher noch mal eine kurze Sammelphase irgendwie von 3 Minuten. Ich weiß nicht warum, weil man hat ja vorher schon eine Sammelphase eigentlich, wo dann noch mal alle Autos irgendwie auf den Track raus konnten, wenn sie gewollt hätten. Und ja, ich habe jetzt nur 5 Runden gefahren. Die 6. habe ich weggeschmissen. Da wollte ich zu viel. Aber 12 davon 19, wie es aussieht. Und 1:42.8. Ne? Also zu den Jungs vor mir habe ich ordentlich Abstand. Hinter mir sind noch ein paar, die ungefähr gleich schnell sind. Und dann gibt es hinten noch ein paar, die waren langsam. Da weiß man natürlich auch nie, warum die langsam waren. Das kann an allem Möglichen liegen, aber so, was passiert jetzt hier? Ich sehe keinen Timer oder sowas.
Aber ich werde mal einfach den Motor starten und dann gucken wir mal, was passiert. So, Zündung kann ich nicht anmachen. Nee, kann ich nicht. Ach so, da unten ist rechts ist ein Timer. Mal sehen wir den über der Ganganzeige 1,24 noch mal kurz Sammelphase. Na gut, dann trinke ich noch einen Schluck. So, wie es aussieht, gibt es eine kurze Einführungsphase. Ah, okay, er vor mir ist noch mal in die Garage zurück. Ich dachte schon, er wäre raus. Irgendwie ist jetzt aber wieder da. Jetzt können wir hier. Und der Motor war schon gestartet. Das habe ich nämlich mitbekommen. Oh Gott, ich habe es nicht mal geschafft aufzuholen. Ich dachte, die warten, bis das hier geschlossen ist. Hatten die scheinbar keinen Bock drauf. Da vorne gibt es schon den ersten Unfall. Hinter mir auch, da habe ich auch die ganze Trackbreite genutzt. Oh, sein Ernst? Wo kam er denn her? Okay, meine Lenkung steht schon mal schief. Das ist jetzt nicht super angenehm. Oh, ich wollte noch gucken, wo ich den Boxenstopp habe, auf welcher Taste. Denn jetzt reparieren wäre gar nicht so schlecht. Ja, jetzt muss ich das hier irgendwie durchbringen. Also ich werde nicht reparieren. Ah, jetzt haben wir's. Ich könnte also in die Box fahren, wenn ich Bock hätte. Links von mir sind zwei. Okay. Gut gemacht, Jungs. Ja, so ein bisschen ohne Radar fühle ich mich nackt, muss ich sagen, weil ich halt auch nicht die Seitenspiegel sehe. Mit der schiefen Lenkung, ne, das geht einigermaßen. Und mit der Lenkung hier ist natürlich blöd. Mit dem Bremsen. Ja, ich werde es nicht reparieren, ich werde so weiterfahren. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also cool fühlt es sich halt nicht an. Besonders nicht, wenn ich hier anbremse, so hart. Ja, also Monza, ne, Noob Track, deswegen fahre ich den, ja. Und ja, das fühlt sich beim Anbremsen überhaupt nicht schön an. Aber ich schätze mal, die 13 Minuten werde ich es noch aushalten. In der Ankündigung hieß es eigentlich, dass die Anfängerrennen ohne Schaden sind. Da dachte ich schon, oh, wenn das mal gut geht. Aber die sind jetzt doch mit Schaden. Okay, das ist schön. Also nach links fühlt sich die Lenkung jetzt sehr leicht an. Und ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr, ne, das ganze Üben jetzt, wie weit muss ich da einschlagen und so, ist jetzt natürlich komplett von Eimer. Bitte bleib da, danke. Ja, da hinten steht auch schon jemand in der Box. Das ist natürlich auch nicht gut für Safety Rating, ne, und ich fahre ja hier eigentlich nur für Safety Rating.
Oh, ja, komm schon rum. Jo. Deswegen ja auf jeden Fall Off-Tracks vermeiden, weil Safety-Rating ist ja das Wichtige. Nicht irgendwo ganz weit vorne. Wenn ich Driver-Rating auf Bronze nur runterfalle, ist mir auch egal. Dann fahre ich halt gegen die ganzen Noobs, da wo ich halt hingehöre. Gelbe Flagge, ja, da steht er. Gut. Hat sich da rausgedreht. Ja, und dadurch, dass die Lenkung so schwammig ist, kann ich hier in den Lesmos nicht so mit sehr viel Selbstvertrauen rausbeschleunigen, weil ich mir halt sicher wäre, dass der, also auf den Körper kommen nicht so geil, dass der Wagen halt trotzdem eine vernünftige Spur hält. Also es macht das Anbremsen halt deutlich unangenehmer, wackeliger. Das Rausbeschleunigen mache ich jetzt auch nicht mit so viel Selbstbewusstsein. Aber gut, ist halt so. Ja, irgendwas eiert da halt im Fahrwerk. So, genau, komm mal vorbei. Ansonsten hätte ich jetzt kurz gelupft. Na, komm rum. Eieiei. Ah, okay. Ich dachte, es wäre irgendeine Strafe, die ich jetzt absitzen muss oder so. Aber der Steward informiert uns nur über die verbleibende Renndistanz. Na, oh, komm rum, komm rum. Na, eieiei. Also, dass das erste Rennen hier gleich komplett mit schiefer Lenkung gefahren wird. Cool, ja. Habe ich Bock drauf. Ich fahre jetzt natürlich nicht meine 1,43,5er Zeiten, die ich hier normalerweise fahren würde. So, Barton ist hinter mir direkt. Weiß er, dass ich kaputt bin? Ja, so viel schneller wie er ist als ich. Wow, was war das? Ja, das ist halt dieses beim Anbremsen, ne? Da rutscht man dann halt ein bisschen nach links. Und da ist man da runter vom Track. Also sollte ich wahrscheinlich ein bisschen weiter in der Trackmitte anbremsen. Auch wenn ich dadurch natürlich viel, viel langsamer bin überall. Das war mein Fehler. Da habe ich die Reifen zum Blockieren gebracht, indem ich die Bremse nicht rechtzeitig aufgemacht habe. Vielleicht wäre es doch cleverer gewesen, in die Box zu fahren. Ich weiß halt nicht, wie lange so ein Boxenstopp dauert, wenn ich hier reparieren lasse. Steht er. Er hat mich doch gerade erst überholt, oder? Der Herr Monelli. Aber deswegen will ich halt nicht in die Box fahren zum Reparieren, ne? Weil ich mir denke, ich kann ja auf dem Track noch ein paar Positionen gut machen, wenn die Leute halt so ein bisschen unaufmerksam sind. Und bis aufs Anbremsen hier aus den
auf den Geraden nach den Lang, also hier vor und nach dieser Kurve quasi, geht das auch echt. Da passiert nicht zu viel. So, hier aufpassen, dass ich halt nicht nach links komme. Bisschen früher auf die Bremse. Na komm schon rum. Ja, da fehlt mir dann so ein bisschen, weiß nicht, der Grip vielleicht einfach. Bei der Geschwindigkeit wird es wohl nicht der Abtrieb sein. Okay, unter 6 Minuten noch, gleich geschafft, aber angenehm ist anders. Jetzt mal einmal hier rum, Kurve zu eng genommen, da kann man nicht gut raus beschleunigen. Vielleicht hätte ich da mich trauen können, ein bisschen mehr zu beschleunigen. Weiß ich nicht. Es hat sich nicht so cool angefühlt. So, Meunier ist immer noch 8 Sekunden hinter mir knapp. 5 Minuten noch zu fahren. Da vorne, das könnte eine Überrundung sein. Der kam gerade aus der Box. Wow, und dann wird die Lenkung hier ganz, ganz schwammig. Hier auch alles mitgenommen, ne? Da liegen nur Trümmer auf der Strecke. Die könnte auch mal ein mutiger Streckenposten wegräumen, finde ich. Ja, okay. Das sehe ich ein, dass die Stewards da mal drüber gucken müssen. Oh, hier wahrscheinlich auch, ne? Nee, da nicht? Okay. Ja, es sieht jetzt gar nicht so krass aus tatsächlich auf dem Schirm, was das Lenkrad schief steht, aber... Es fühlt sich schlimm an. So, was haben wir denn? 7 Sekunden hinter mir noch Meunier, Wenzel vor mir 10 Sekunden. Okay, da geht also nichts mehr. Schalten sollte ich vielleicht auch mal zwischendurch. Da stehen mindestens 3 in der Box, haben wir gerade gesehen. Ach, ich wollte die Trackmap eigentlich noch sinnvoll schalten. Aber dieser kleine Ausschnitt da, der bringt natürlich niemandem so richtig was. Mach ich beim nächsten Mal. Den Knopf gefunden.
Oha, da habe ich die Linie gar nicht getroffen, weil er nicht einlenken wollte. Uiuiui. aber ich muss sagen, es macht unheimlich viel Spaß. Na, auch wenn ich jetzt schon wieder niemanden vor oder neben mir habe. Aber diese Herausforderung, hier mit einem kaputten Wagen zu fahren und nicht abzufliegen, reicht mir schon. Oh, deprimierend langsam, selbst für meine Verhältnisse. So, rum. Nochmal rum. Komm. Das Schlimme ist halt, man gewöhnt sich dran, wie scheiße sich der Wagen lenkt. Ja, da war kleine Reifenblockade, ein bisschen Wurstkorb mitgenommen. Ach, Reifen. Wen interessiert's? So, nach vorne und nach hinten Platz, also nach vorne aufgeholt sogar. Da haben wir auch gesehen, hier mega Reifenblockade gerade, ne? Da war eine Menge Qualm auf der Strecke. So, ich habe viel zu viel Benzin dabei, es ist fix Setup, ich habe gar nicht geguckt, ob ich das irgendwie ändern kann, die Treibstoffmenge. Wir fahren noch eine Runde, oder? Oder nicht? Wie ist denn das hier? Ja, wir fahren noch eine Runde. Die Führenden, sehen wir, sind da hinten gerade. Das heißt, wenn Wenzel vor mir jetzt noch einen Fehler machen würde, dann könnte ich vielleicht sogar im oberen Teil dieses Splits finishen. Nee. Es sind 19 Fahrer, da müsste ich auf Platz 10 mindestens, wahrscheinlich eher auf Platz 9 kommen. Reifenblockade. Da ein bisschen Angst gehabt, dass ich da mich am Wurstkorb drehe. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich knapp verfehlt. Oder hätte ihn auch knapp verfehlt, wenn ich nicht vom Gas gegangen wäre. Da bin ich viel zu langsam, shit. Hatte ich mich schon mental darauf vorbereitet, bis den ersten Gang runterzuschalten. Das ist natürlich Quatsch. Aber Wenzel vor mir scheint ohne ABS auch nicht so richtig klar zu kommen. Ne? Da qualmt es immer richtig, wenn er da auf Askare zufährt. So, jetzt ist hier neben mir noch jemand. Und der wird mich noch schlagen? Nee, hat er nicht. Ach, jetzt blendet er mir auch das ganze HUD aus. Ich wollte noch mal gucken, wie es hier mit den Reifen aussieht und so. Na gut, dann gehen wir mal zur Garage. Können wir hier irgendwas sehen? Reifen? Nee, wir können hier leider nichts sehen jetzt. Ja, als 12. abgeschlossen, auf jeden Fall beste Rundenzeit. 1,44,8 sogar bin ich zwischendurch gefahren. Ja, hey. Nice. Ah, hier hinten waren auch ein paar Schnelle dabei. 2 DNFs nur. Obwohl der Start halt richtig kacke war. Das ist natürlich auch interessant. Das hätte ich nicht gedacht. So, was ist hier mit dem Live-Timing los? Kann ich da irgendwas Sinnvolles sehen?
Nee. Das sind auch alle in der Pit. So, wie läuft denn das jetzt? Kann ich jetzt einfach hier sagen, ich bin raus? Ich denke schon eigentlich, ne? Oder gibt es hier noch einen Timer? Oder habe ich hier irgendwelche Tasten belegt für die Kamera? Nee, habe ich nicht. Okay. Dann sage ich mal Exit. Ich denke, wir müssten eigentlich durch sein, ne? Das könnte mir das Spiel natürlich auch mitteilen irgendwie. So, und jetzt werden hier die Resultate generiert. Ganz genau so ist es nämlich. Ich weiß nicht, warum meine Flagge hier nicht angezeigt wird. Ne, da ist eigentlich die Deutschlandflagge. Ich sollte auf Platz 1 mich qualifizieren. Was hat denn das Spiel für Erwartungen? Ach, guck mal, ich habe sogar 14,1% Safety Rating bekommen. Ja, im Quali halt weggeworfen, ne? In die Bande eingeschlagen, okay. Ja, hier, die Anzeige, die ist noch falsch, ne? Kontakt mit einem anderen Fahrzeug. Da wird immer der eigene Name angezeigt oder meistens, sehr häufig. Aber ich bin ja vorne und hinten wurde ich ja hier, ne? Ja, okay, gut, das akzeptiere ich alles so. Und wenn ich mir jetzt die Results hier angucke, sehen wir da was Sinnvolles. Platin? Ist das Platin? Ich wusste nicht, dass es Platin gibt. Ja, nice. Safety Rating 0, genau, das ist das, was man am Anfang hat. Ja, also es wird nach Driver Rating auf jeden Fall. Gerankt, ne? Also vom Safety Rating kann man sich ja nicht beeindrucken lassen. Und die sind halt hier alle B3. Also Bronze 3. Das ist ja in Ordnung, würde ich sagen. So, ich kann euch nochmal zeigen, wie das hier aussieht. Genau, da ist mein Rennen. Toll. Ja, also das hier sind die Daily Races. Die gibt es dann halt als Fortgeschrittene und Fortgeschritten. und da seht ihr, ne, Safety Rating Silber 0 und Gold 0 gibt es also tatsächlich. Die braucht man, um das freizuschalten. Hier die höheren Klassen, da ist dann halt Hypercar drin, ne, oder der Full Grid. Und wenn man sich hier den Plan anguckt, dann sieht man auch, was da gefahren wird, ne, nämlich GTE und Prototype Fixed. Das ist das, was man am Anfang fahren kann. Das läuft immer bis 13 Uhr ungefähr, nee, bis 14 Uhr stündlich und dann anderthalb stündlich jeden Tag. Ja, für Intermediate, ne, also wenn man Silber Safety Rating hat, da hat man dann halt Multiclass schon oder halt Hypercar mit festem Setup. Und hier hinten hat man dann halt den Hypercar Sprint mit offenem Setup. Und den Full Grid Sprint. Ach, und die sind aber seltener. Sind die ja auch seltener? Ja, tatsächlich. Die sind dann nur alle 2 Stunden. Also wenn man beide Klassen fährt, ne, dann kann man jede Stunde fahren, aber ansonsten sind die halt immer versetzt. Dazu kommen dann noch die wöchentlichen Rennen auf jeden Fall. Dafür braucht man auch ein gewisses Safety Rating. Und ich glaube, da Hier unten steht immer, was man fahren kann. Ne? Also Hypercar und GTE auf jeden Fall, glaube ich, sind das, die man hier fahren kann. LMP2 glaube ich nicht. Und dann gibt es ab und zu auch noch Special Events. Eigentlich gibt es jede Woche eins. Na, Sebring Sunrise. Dafür braucht man nur Bronze 2 sogar. Aber vielleicht können wir das mal machen. Können da Hypercar fahren. Ich habe ja Bock auf den... wie heißt er denn hier? Auf den Peugeot Hypercar. Weil der hat halt keinen Heckflügel. Also das Ding ist eigentlich eine Fehlentwicklung. Erzähle ich dann mal, wenn wir das fahren. Beziehungsweise erzähle ich einfach jetzt schnell. Ich erzähle es einfach nochmal. Ne, der Peugeot, der hat halt kein Heckflügel. Ne, so sieht das hier aus, wenn man so ein Rennwochenende sich erstellt.
So, und die haben ja alle einen Heckflügel, ne? Bis auf den Peugeot. Und der hat halt keinen Heckflügel. Und der hat auch vorne und hinten gleich große Räder, ne? Weil die haben halt gefragt, Leute, können wir da andere Raddimensionen haben? Und da hat die, weiß gar nicht, wer es war, die FIA oder die WEC haben dann gesagt, nee, geht nicht. Später anderen Teams wurde das erlaubt, aber da haben die halt schon mit der Entwicklung angefangen gehabt. Und ist hier schon, oh mein Gott, hier ist schon der neue Peugeot mit Heckflügel dabei. Ach nein, das ist der Porsche. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, der sieht gar nicht aus wie der Peugeot. Ja, ich weiß nicht, warum denn hier der Porsche kommt. Scheinbar schaltet man einfach alle Autos durch. Ja, und andere Raddimensionen gab es dann, ne? Und der Wagen wurde halt nur mit Abtrieb durch Unterboden entwickelt, was natürlich auf einem Sebring zum Beispiel richtig scheiße ist, weil der einfach zu huckelig ist. Und dadurch hatte er vorne und hinten gleich große Räder. 31er, glaube ich, ne? Die anderen haben vorne 32, hinten 34, weil die halt mehr Druck auf dem Heckflügel haben, deswegen hinten mehr Abtrieb beziehungsweise mehr Haftung vertragen können und auch brauchen. Und der Peugeot ist halt komplett anders entwickelt. Da wird es dieses Jahr auch ein Update geben mit Heckflügel dann. Und vernünftigen Raddimensionen vorne und hinten, so wie es alle anderen im Prinzip auch haben. Aber Peugeot hat halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt da mit der Entwicklung angefangen. Und so war das. Ja, das war's für heute erstmal. Ich denke, ich werde hier noch ein paar Rennen fahren, werde die dann vielleicht nicht alle so komplett haben, ne, wenn die so laufen, sondern ein bisschen schneiden und dann mehrere Rennen in ein Video schmeißen irgendwie. Gucken wir mal. Aber ich muss sagen, es war tatsächlich gut, das Ganze. Hat Spaß gemacht. Und vielleicht können wir auch ins Replay mal reingucken. Das ist noch ein bisschen über Umstände nur zu sehen, ne, weil ihr seht, hier gibt es halt keine Replays im Moment im Menü. Das ist offiziell noch nicht implementiert. Also es gibt eine Replay-Funktion, es werden auch Replays gemacht. Man kann darauf auch zugreifen, aber man muss ein bisschen hacken. Das ist natürlich uncool. Aber ist halt so. Ja, für heute würde ich sagen, war es das dann erstmal. Danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich hoffe, es war unterhaltsam, ein bisschen informativ für euch. Schreibt mir ruhig mal Fragen in die Kommentare. Ich werde mal zusehen, dass ich wieder Kommentare beantworte. und dann sehen wir uns jetzt zum nächsten Rennen oder zum Replay oder irgendwas, weiß ich nicht. Mal gucken. Macht's gut und bis dann. Ciao.